heute zum nächsten Teil. Geht wieder ums Thema E36. Wir gehen auf die Thematik Motor ein. Das betrifft in dem Fall nicht nur E36, auch Fahrzeuge E46, E90, die 1er Baureihen 87 etc., wo teilweise oder wo auch noch Probleme haben, die hier schon vorgekommen sind. Und da wollen wir jetzt einfach mal drauf eingehen. Vorab gehen wir aber kurz mal auf die allgemeinen Sachen ein, dass ich euch einfach sage, was zu beachten ist. Thema Öl, Thema Wasser, wo man einfach danach schauen muss. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir auf ein paar Problemchen ein, sage ich mal ganz vorsichtig. Natürlich auch in der Zwischenzeit teilweise dem Alter und dem Kilometerstand natürlich auch geschuldet sind. Und dann sehen wir weiter. Jetzt würde ich sagen, Marcel, komm ich mal her. Hast du aber Stopp gemacht, oder? Also, das erste Thema ist ganz, ganz wichtig. Wir haben hier den Ölpeilstab. Das heißt, immer schauen. Thema Öl, Thema Wasser. Ja, ganz wichtig. Ölmessstab ziehen. Natürlich auf einer geraden, ebenen Fläche. Schauen, was macht der Ölstand. Thema Nummer 2. Hier vorne Kühlwasser prüfen. Ganz wichtig, wenn es heiß ist, ganz, ganz vorsichtig aufmachen oder einfach ein bisschen abkühlen. Das sind die zwei Sachen, die auf jeden Fall mal definitiv bei jedem Fahrzeug zu beachten sind. Die älteren Modelle haben noch den Ölpeilstab. Die neuen Modelle machen das alles elektronisch. Ja? Jetzt kommen wir zu den Problemchen oder zu ein paar Problemchen. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Wenn wir gerade mal hier drauf gehen, auf die Zuleitung in Saugrohr, ist einfach so, dass die gerade bei den Vierzylindern, bei den Sechszylindern, da sitzt das Bauteil hier, dass die einfach porös werden und rissig werden. Das heißt, dann zieht das Fahrzeug Falschluft und läuft nicht mehr sauber. Das merkt ihr aber relativ schnell. Abhilfe ist eindeutig da einfach ein neues Teil. Einbauen gibt es bei BMW. Die zwei Schellen öffnen, dann könnt ihr das Teil entfernen und dann das neue Teil einbauen. Nächster Schritt, wenn wir gerade mal hier runter leuchten oder hier runter gehen, seht ihr hier, wir haben hier eine Ölundichtigkeit, auch so eine Thematik, Ventildeckel, Ventilschaftdichtungen, kommt oft auch bei diesen Motoren, auch bei den Sechszylindermotoren vor. Hier einfach ganz wichtig austauschen, neue Dichtungen rein, dann habt ihr da wieder eine Weile Ruhe. Oftmals ist es so, wenn ihr so ein Fahrzeug kaufen wolltet, achtet einfach auf ein paar Details. Ich habe es zum Thema Rostschutz schon gesagt. Wenn ihr das Fahrzeug anschaut, ihr hört ein Klappergeräusch, kommt es oftmals oder ist oftmals so, dass die Steuerkette ein Problem hat bei diesen Modellen, auch bei den Nachfolgemodellen, auch teilweise noch bei den 1er BMWs 2005er Baujahr. Gerade da auch noch riesen Thematik mit der Steuerkette. Einfach da ein bisschen aufs Gehör achten. Thema Nummer 2, wenn ihr das Fahrzeug startet, laufen lasst und ihr habt blauen Rauch aus dem Auspuff, ganz, ganz oft, entweder gerade wie vorher angesprochen, Ventilschaftdichtungen oder Kolbenringe. Ja. Das ist einfach so eine Sache, da einfach abwägen, ob ihr euch diesen Aufwand geben möchtet, ob ihr euch das überhaupt zutraut, das nachher zu tauschen, weil es ist natürlich schon deutlich Arbeit, den Motor auszubauen, die Teile zu tauschen, den Motor wieder zusammenbauen. Und oftmals ist es auch einfach so, dass es definitiv eigentlich nicht lohnenswert ist. Ja. Deswegen immer schauen. Ja, was haben wir noch für einen Indiz? Ihr könnt den Öldeckel aufmachen. Ihr könnt schauen, wie sieht euer Öldeckel aus. Ihr seht anhand von dem, wie es sich aussieht mit Ablagerung etc., wie das Fahrzeug oder was mit dem Fahrzeug gemacht worden ist. Viel Langstrecke, viel Kurzstrecke. Er sieht jetzt soweit gut aus. Ja, da einfach drauf achten, wie schon gesagt, immer gucken, dass sauberes Öl drin ist, dass ihr da auf jeden Fall keinen Stau habt. Jetzt komme ich gerade mal hier runter. Gehe ich mal hier auf den Keilriemen. Wenn ihr hier unten, ne, weiter runter. So. Keilriemen, ihr seht von hier, der Keilriemen ist schon leicht gerissen. Das ist einfach auch ein Thema. Das sind so Feinheiten, das könnt ihr euch ganz in Ruhe anschauen. Keilriemen ist relativ schnell getauscht bei dem Fahrzeug. Das sind einfach so Kleinigkeiten, wo man beachten sollte. Ich sag mal ganz vorsichtig, bei den Sechsändern, wenn ihr da euch um Öl und Wasser kümmert, ihr das Fahrzeug pflegt, sauber behandelt, die Ventildichtung macht, dann habt ihr bei den Sechsändern relativ wenig Probleme. Vierzylinder, gerade die Thematik mit der Steuerkette ab und an. Sonst sind eigentlich die Fahrzeuge vom Motor her problemlos. Ja, Thema Zündkerzen, Zündspulen ist überall ein Thema, ist auch aktuell bei N54 und so weiter noch ein Problem. Ist natürlich auch bei diesen Modellen
eine Thematik, aber das sind Sachen, das ist allgemeiner Verschleiß, beziehungsweise das ist allgemein und ja, muss eben getauscht werden. Kurbelwellengehäuse, Entlüftung, auch eine Thematik. Danach einfach auch ab und zu mal schauen, die geht bei ihm hier hinten rum und wird dann wieder zugeführt. Einfach schauen, gerade mal schauen hier rüber, wenn man gerade mal schaut, oder eher am Fahrzeug ist, dann kann man da gucken, ob man da irgendwo ein Problem hat. Das merkt ihr auch relativ schnell, wenn ihr hier eine Problematik habt. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen zum Motor? Mal nachdenken. Machen wir Pause. Bei einigen Motoren haben wir noch die Valvetronic und die Vakuumpumpe als Problem. Die Vakuumpumpe sitzt bei den meisten oder bei den Vierzylindermotoren hinten links. Das heißt, wenn irgendwie es auf der linken Seite raucht oder irgendwas, ja, dann kommt da teilweise Öl auf den Krümmer und dann fängt es natürlich an zu rauchen, zu stinken. Wenn ihr das riecht, könnt ihr auf jeden Fall davon ausgehen, wenn es auch noch, wenn ihr davor steht, auf der linken Seite hinten links ist am vierten Zylinder, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Vakuumpumpe ein Problem hat. Ja, das sind alles so Kleinigkeiten. Ich meine, wir könnten jetzt hier noch eine halbe Stunde weiterreden, aber das sind mal so die wichtigsten Punkte. Ab und zu Kolbenringe, viel Steuerkette ist definitiv so. Ventilschaft, Ventildeckel, die Zufuhr zum Saugrohr. Das sind einfach die Punkte, das sollte man auf jeden Fall danach schauen. Darauf achten, dass er nicht blau raucht. Darauf achten, dass man kein Geräusch, kein Rasselgeräusch aus dem Motorraum hat und der Rest, das seht ihr dann von selber. Jetzt würde ich sagen, machen wir Schluss. Im nächsten Video nehmen wir das Auto mal auf die Bühne und dann gehen wir unten mal durch und machen mal ein paar Facts zur Vorderachse, was ist problematisch, was sollten wir beachten, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!